So, dann auch nochmal jetzt mit der Aufzeichnung. Herzlich willkommen zum HQ-Webinar am heutigen Tag. Ich bin Christopher von HQ Labs. Ich bin aus dem Management-Team, bin jetzt schon seit fast 6 Jahren hier bei HQ Labs und kümmere mich um Agenturen und bespreche mit denen deren Bedürfnisse und habe da wirklich schon einiges auch von innen gesehen und möchte euch heute mal zeigen, wie der Agenturprozess in einem Tool funktionieren kann. Was ja für viele unserer Kunden die Hauptmotivation ist, ein Tool wie das HQ einzuführen. Und genau, darum soll es heute gehen. Da kann ich euch sicherlich noch auch aus meiner Erfahrung heraus den ein oder anderen Hinweis mitgeben. Und da starten wir jetzt einfach mal mit der Bildschirmfreigabe. So, jetzt solltet ihr meinen Bildschirm sehen können. Genau, heißt, wir fangen hier kurz an mit einer kleinen Präsentation zu dem, was euch heute erwartet. Ich habe es ja gerade schon gesagt, Agenturprozess in einem Tool. Darum soll es heute gehen. Und schauen mal kurz auf die Agenda. Heißt, ich werde mit euch, bevor wir ins Tool wirklich konkret einsteigen, kurz einmal erzählen, aus welchen Richtungen unsere Kunden denn kommen, was vorher Ausgangsszenarien sind, warum sich auch unsere Kunden für das HQ entscheiden. Dann aber Demo-Time. Wir spielen mal den Prozess einmal durch und zum Schluss gerne einmal alle eure Fragen. Das, was noch so übrig bleibt, ist, da nehme ich mir gerne Zeit für. Genau, das Webinar heute ist sicherlich für alle spannend, die vielleicht auch noch gar nicht das HQ gebucht haben. Wir haben sicherlich ein paar dabei heute, die noch keine Kunden bei uns sind, aber auch für alle, die frisch dabei sind oder auch für langjährige Kunden und ihr seid jetzt gerade neu in eurer Agentur, die schon seit Ewigkeiten das HQ einsetzt, auch dann ist, glaube ich, das Webinar heute für euch eine gute Chance, den gesamten HQ-Prozess einmal jetzt auf einen Schlag zu sehen. Deswegen herzlich willkommen an alle. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, schießt gerne los, wenn ihr Fragen habt. Gerne in den Chat und in die Fragerunde. Ich gucke immer zwischendurch mal drauf und versuche es dann an den passenden Stellen einzubauen. Genau. Aber steigen wir doch mal ein. Warum sprechen wir überhaupt über Agentursoftware? Wo kommen denn unsere Kunden üblicherweise her, wenn wir uns über das HQ unterhalten? Und ich glaube, das andere Richtung, die Form, kennt ihr, heißt, hier geht es um Excel-Tabellen und wie oft wir wirklich hören, dass Excel das Hauptorganisationstool ist für sogar Finanzprozesse, das glaubt man kaum. Und ich finde es tatsächlich auch manchmal, auch in ganz, ganz, ganz großen Agenturen, mit denen ich zu tun habe, fast schon erschreckend, wie viel da auf Excel gesetzt wird. Klar, Excel ist eine flexible Lösung, auch eine einfache Lösung, man kennt es, aber es ist halt keine Lösung, die einen stabilen Prozess liefert, mit dem man auch beruhigt sein kann, dass die Agentur gerade ausläuft. Dann der Klassiker, gerade jetzt auch seit dem letzten Jahr, seitdem wir alle auch viel mehr im Homeoffice arbeiten, als es vorher war, ich nenne es einfach mal App-Chaos, wie viele Apps ihr nebenbei einsetzt. Gerade wenn viele Mitarbeiter im Homeoffice sind, braucht ihr eine Lösung, mit der man digital zusammenarbeiten kann. Und der erste Schritt ist vielleicht, für jeden kleinsten Prozess suche ich mir eine schöne Lösung raus. Das funktioniert am Anfang vielleicht mal ganz gut. Irgendwann, wenn man bei der 5. App angekommen ist, wird es halt schwierig. Und klar, wir haben auch Kunden, die vorher auch eine Agentursoftware eingesetzt haben und da vielleicht nicht mehr ganz mit zufrieden sind, der Prozess nicht mehr ganz passt und man sich einfach dann umschaut. Das gibt es natürlich auch und aus all diesen Quellen kommen Kunden, Agenturen, Beratungen, Projektdienstleister zu uns zum HQ und das sind auch wirklich Cases, wo wir große Erfahrung mit haben, wo wir uns auch immer darüber freuen. Genau, was sind eigentlich die Vorteile, warum sowas wie eine Komplettlösung sind? Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, viele kommen auch aus einzelnen Lösungsszenarien und was sind da überhaupt die Vorteile? Und ich möchte euch mal ein bisschen mit auf die Reise nehmen, klar, also dass alle Daten jetzt auf einmal an einer Stelle sind, ist natürlich der offensichtliche Vorteil, ganz klar. Aber da gibt es noch mehr, das heißt, wir sprechen jetzt hier auch auf einmal über DSGVO-Konformität. Ihr habt ja ganz viele kundenkritische Daten, personenbezogene Daten in euren Software-Tools. Und es gibt einfach auch viele, die da nicht DSGVO-konform unterwegs sind. Wir hosten in Deutschland bei T-Systems auf den deutschen Rechenzentren da auf jeden Fall alles DSGVO-konform. Das HQ ist eine einfache Lösung, gerade für den Einstieg für viele Nutzer. Und da kommen wir ganz zum Schluss nochmal drauf. Und auch gerade für den Einstieg in das grundsätzliche Thema Agentursoftware bieten wir viele Lösungen, zum Beispiel unser Onboarding mit einem Customer Success Manager, der euch damit in die Hand nimmt, um euch da zu betreuen.
gerade wenn man jetzt sich auch den Markt der Agentur-Softwarelösung anguckt, ist natürlich auch, ist euer tägliches Tool, müssen wir auch mal klar sagen, ist natürlich auch wichtig, dass wenn ich mich ja jeden Tag einlogge, dass es einigermaßen aussieht. Ist für uns eine wichtige Sache, wir verstehen das, versuchen da auch dauerhaft das HQ zu verbessern an allen möglichen Stellen und Ecken und Enden und sind da, glaube ich, auf einem sehr guten Weg, auch ein Tool zu haben, wo jeder Lust hat, sich morgens anzumelden. Und jetzt ein Vorteil, gerade wenn wir jetzt auch mal drüber sprechen, Projektmanagement, Teamleitungen, Agenturführungen, alle Daten an einem Ort zu haben, bedingt für euch, eine Lösung zu haben, wo ich mein Controlling auf allen Daten basieren kann. Das ist nicht selbstverständlich, gerade wenn ich aus vielen Einzeltools komme oder mit vielen Excel-Lösungen zwischendrin unterwegs bin, wo ich Daten manuell hin und her kopieren muss. Das hört mit Agentursoftware nämlich auf. Und auch, dass ihr einen Partner an eurer Seite habt, der euch da unterstützt, der euch supportet, der euch in die Hand nimmt bei Themen und euch beraten kann. Weil ich habe es ja gerade gesagt, wir haben schon so viele Agenturen von innen gesehen. Wir wollen das nicht nur für uns behalten. Ja, dazu später auch nochmal mehr, wenn wir über das Onboarding sprechen. Genau, und all das ist halt unser Paket, was wir mit dem HQ anbieten wollen. Wie diese einzelnen Teile bei uns aussehen. Ein paar Sachen werdet ihr sicherlich gleich auch in unserer Präsentation gleich schon sehen. Ein paar Sachen könnt ihr auch gerne mit uns persönlich besprechen. Ganz zum Schluss kriegt ihr auch nochmal Kontaktdaten, wo ihr euch natürlich jederzeit melden könnt, beziehungsweise auch, wo ihr euch ein eigenes Demosystem anlegen könnt, um das mal einfach auszuprobieren. Auch mal gerne mit unserem Support zu chatten. Um das einfach mal zu testen. Das ist immer, wir sagen immer, ausprobieren ist besser, als sich es nur erklären lassen. Deswegen gibt es bei uns diese Demosysteme. Genau. So, und wenn wir jetzt drüber sprechen, Agentur in einem Tool, Prozesse, wie sieht es überhaupt aus? Was bilden wir denn ab? Jetzt bin ich schon ein bisschen schnell vorgesprungen. Also, was sollte eigentlich bei euch in diesem Prozess laufen? Und wir sagen, es fängt immer an mit den Kundenstammdaten. Heißt, da möchte ich vielleicht auch meine Verkaufschancen anbinden. Dann schreibt ihr euren potenziellen Kunden oder auch euren Bestandskunden Angebote, Schrägstrich KVAs, bei uns das Gleiche, wo ihr dann quasi das, was ihr mit denen machen möchtet, auch anbietet. Daraus entsteht ein Projekt, im besten Falle, wenn sie es kaufen, aber das passiert ja hoffentlich oft, dann, wo ihr dann auch quasi das als Entität habt, um dort drin zu planen. Und dort passiert dann eine, was Klassisches und ganz, 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 ganz Wichtiges, die Ressourcenplanung. Schaut dazu gerne nochmal in unserem Blog auch vorbei. Da haben wir vor kurzem einen größeren Artikel zu gepostet, wie das auch funktionieren kann und wie das auch schlank funktionieren kann. Dann gibt es ganz, ganz, ganz essentiell Zeiterfassung. Muss ich euch, glaube ich, allen nicht erklären, wie wichtig das ist. Wichtig ist, dass das Tool das kann und dass es das auch unterstützt. Ja, also dass eben die Mitarbeiter von euch die Zeiterfassung auch machen, wobei machen alle, dass die es halt auch eben einfach haben. So, und das Ganze läuft natürlich dann weiter in meine Abrechnung und daraus dann eben auch in mein Controlling. So, und das ist jetzt mal die gesamte Prozesskette, die man hier machen kann. Aber, und da jetzt vielleicht mal ganz wichtig, nicht jeder nutzt alle diese Module bei uns im HQ und das ist auch wichtig. Beispiel, nicht jeder benutzt bei uns die Leads oder die schreibt Angebote oder auch nicht jeder Kunde nutzt bei uns die Abrechnung. Was man von diesen Modulen nutzen möchte, das ist euch überlassen. Das heißt, ihr könnt den Prozess auch drastisch runterbringen. Und zu dem Punkt der Reduktion komme ich auch gleich im Tool nochmal. Ja? Genau. Kurz hier schon mal zu der einen Frage, könnt ihr auch Produkte definieren? Gerade wenn wir jetzt beim Thema Angebote sind. Da komme ich auf jeden Fall gleich zurück, wenn wir uns mal ein konkretes Angebot anschauen. Und schon mal Sneak Peek, ja, das geht. So, und das gucken wir uns heute an im Prozess im HQ. Das wird, springe nochmal einmal kurz zurück, gleich der Prozess sein vom Kundenstammdaten, Angebot schreiben, Projekt erstellen, Ressourcenplan, Zeiten erfassen, Abrechnung und ein ganz kleiner Ausblick ins Controlling. Das wird so das sein, was ihr heute seht. Genau. Deswegen schauen wir einfach mal rein und jetzt geht's auch direkt ins HQ. So, ich swipe mal rein. So, und wir sehen jetzt hier unser Dashboard. Ich habe mich ja schon mal angemeldet in unserem Webinarsystem mit der Nadine und wir sind jetzt hier direkt auf dem Dashboard. Das ist ja im Grunde genommen der erste Screen, auf den ihr draufhält, wenn ihr euch anmeldet. Vielleicht hier an der Stelle zwei, drei Sachen zur Orientierung im Produkt. Das heißt, ihr meldet euch bei uns ganz normal über den Browser an. Beim HQ ist es nicht notwendig, Software zu installieren, eigene Server vorzuhalten oder sonst irgendwas. Ihr müsst einfach nur den Browser aufmachen, gebt eure persönliche URL hier oben ein. Also jeder Kunde hat seine eigene URL bei uns und jeder Nutzer seinen eigenen Account, wie ich jetzt hier mit der Nadine angemeldet bin. Und los geht's eben mit der Nutzung. Ja, heißt, ihr müsst euch technisch hier um gar nichts kümmern. Genau, und das, was ihr jetzt hier seht, vielleicht für alle, die jetzt hier auch noch neu sind, einmal hier kurz
eine Umschau. Heißt, wir haben hier diesen Hauptbereich, da wo ihr jetzt diese weißen Kästen seht, das Dashboard. Dann gibt es hier oben das mit der Suchleiste, wo ich alle möglichen Elemente im HQ auch suchen kann, um das halt auch schnell zu finden. Und hier gibt es eine ganz, ganz wichtige Funktion im HQ, den globalen Hinzufügen-Button. Das ist wirklich ein zentrales Element, ist jetzt neu mit dem HQ 2.0. Und egal, wo ihr euch im HQ befindet, diesen Button seht ihr jederzeit. Heißt, egal, wo ihr seid, ihr könnt jederzeit eine neue Aufgabe definieren, eine neue Zeiterfassung schreiben als Reporting, einen neuen Kontakt-Historien-Eintrag erstellen, ein neues Projekt erzeugen. Also egal, was ihr machen wollt, das könnt ihr jederzeit über diesen globalen Hinzufügen-Button machen. Finde ich total praktisch, einfach damit 2-3 Klicks jeweils ein neues Element zu erzeugen. Genau. Und hier links sehen wir die Navigation. Das ist jetzt keine Rocket Science. Navigation kennt ihr aus anderen Tools. Und hier habe ich es vorhin schon erwähnt, das Ganze ist modular. Das heißt, ich kann natürlich hier alle Module, die ich nicht benötige, ausschalten. Also jetzt sehen wir hier zum Beispiel die Module, die zum Prozess der Projekte gehören. Und das kann ich hier auch ausschalten, wenn ich es nicht benötige. Beispielsweise die Leads, die wir uns heute nicht anschauen werden. Und das könnt ihr nicht nur global fürs gesamte HQ machen, sondern das könnt ihr bei uns auch nutzergruppenbasiert machen. Nicht jeder eurer Mitarbeiter muss zwangsläufig das Finanzen-Controlling sehen. Ja, dann blendet euch das einfach aus und dann ist das System und das HQ auch für eure Nutzer viel schlanker. Das heißt, man findet sich schneller zurecht, die Einarbeitungszeiten sind kürzer. Das ist üblicherweise was, was wir gerade mit Neukunden zu Beginn sehr gerne einrichten, damit sich auch jeder schnell zurechtfindet. Genau. Das vielleicht mal so zur Orientierung. Dieses Dashboard hier, da möchte ich gerne noch ein, zwei Worte zu verlieren, wo wir dort gerade sind, ist ein ganz zentrales Element, weil nicht nur der erste Ort, auf den ich drauffalle, wenn ich mich anmelde, sondern auch der Ort, wo ich alles das, was für mich persönlich täglich wichtig ist, sofort finde. Heißt, ich sehe hier sofort, wer hat den Geburtstag, und der Jan-David hat es bald, deswegen gratulieren wir ihm dann natürlich. ich finde hier meine Aufgaben wieder, ich finde hier meine Projekte. Ich kann hier auch meine Aufgaben direkt, meine Zeiterfassung nutzen. Ich kann auch meine Zeiterfassung hier über einen Start-Stop-Widget starten. Und ich kann mir noch vieles mehr anzeigen lassen. Ich kann mir zum Beispiel auch, wenn ich eine Teamleitung habe, hier ein Widget anzeigen lassen mit allen Aufgaben meines Teams, um zu sehen, wer hat denn heute Deadlines, bei welchen Aufgaben. Das macht es dann einfacher, ohne jetzt in jedes Projekt reingucken zu müssen, welche Sachen denn bei meinem Team gerade anstehen. Oder wenn ihr mehr aus der Finance-Richtung kommt, könnt ihr euch natürlich auch anzeigen lassen, welche Rechnungen heute geschrieben werden müssen. Keine Rechnung wird mehr vergessen. Und die Zeiterfassung haben wir bei uns auch als App für iOS und Android. Findet ihr ganz normal im App Store oder im Play Store. Ladet sie euch runter. Das funktioniert auch schon mit dem Demosystem. Ne? Also probiert es gerne einfach mal aus. Genau, so viel mal zur Orientierung, damit ihr euch hier auch zurechtfindet, wenn ihr dann vielleicht auch später euch noch ein Demosystem anlegt oder selber gerade eingeladen worden seid in euer HQ, damit ihr einfach mal wisst, wo finde ich hier welche Bereiche. Und deswegen vielleicht auch für die von euch, die schon bei uns Kunden sind und jetzt gerade neu dabei sind, als neue Mitarbeiter, wundert euch nicht, wenn eure Navigation der Links kleiner ist, dann sind einfach die Module für eure Nutzergruppe nicht aktiviert. So, und jetzt fangen wir mal im Prozess an, und zwar ganz vorne, und zwar bei einem Unternehmen. Und wir nehmen mal als Beispiel die HQ Labs GmbH. Da haben wir einfach schon mal ein paar Daten drin. Heißt, klasse Stammdaten mit allen Ansprechpartnern, die es gibt, gerne auch mit Fotos, allen Kontaktdaten. Das habt ihr jetzt sicherlich auch schon irgendwo. Ja, das ist eine Sache, die ja irgendwo gehalten werden muss. Ihr müsst ja auch jetzt schon Rechnungen schreiben. Da ganz wichtig, wir migrieren das für euch natürlich auch gerne, gerade für die, die jetzt ganz frisch dabei sind oder noch nicht gestartet sind mit dem HQ und darüber nachdenken, wie kann so ein Onboarding-Prozess funktionieren? Ich habe doch vorhin ein System gehabt, wo alle meine Kundendaten drin sind. Sind die dann verloren? Nein, natürlich sind die das nicht. Ja, wir migrieren das mit eigentlich allen Kunden, die Daten ins HQ. Und hier könnt ihr bei uns auch eigene Datenfelder noch definieren. Wir haben natürlich ein Standardset an Sachen, die wir drin haben. Aber gucken wir uns zum Beispiel mal den Christopher an. Da gucken wir zum Beispiel auch, ob ADV Daten gespeichert sind oder ob der eine Weihnachtskarte kriegen soll. Wobei, das müssen wir bei euch mal ändern. Christopher soll schon eine kriegen. das sind sogenannte Custom Fields. Das heißt, ihr könnt die Datenfelder, die Datenbestände auch um eigene Datenfelder erweitern. Das geht in Ansprechpartnern, in Unternehmen, in Projekten, in Belegen, also da, wo ihr das für euch eben benötigt. Genau. So, und jetzt haben wir hier das Unternehmen, haben die Daten und alles das, was jetzt zu diesem Unternehmen gehört, finden wir hier oben in den Reitern. Alle Kontakthistorien, alle Belege, alle Projekte. Ja, das wird hier alles zusammengesammelt, damit ihr total schnell den Überblick bekommen könnt, was zu diesem Kunden gerade abgeht. Ja?
für alle Account Manager unter euch, die Verantwortung für Kunden haben, ist das ein sehr guter Ort, um jetzt schnell mal einen Überblick zu bekommen, was passiert hier überhaupt? Welche Belege gibt es hier? Welche Projekte laufen gerade? Ja, das kann ich hier sofort finden. Genau, und jetzt haben wir diesen Kundenkontakt und naja, der Christopher hat gesagt, erzählt mir doch mal, was ihr für uns anmachen könnt. Schreibt uns doch mal ein Angebot. Das macht ihr natürlich auch hier. Beziehungsweise könnt das auch zentral machen unter Belege. Das geht natürlich auch. Und jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt im HQ keine Verpflichtung, diesen Prozess so einzuhalten, wie wir das gerade tun. Ich muss nicht erst ein Angebot schreiben, um dann später ein Projekt machen zu können. Da gibt es keine Verpflichtung für. Heißt, ihr könnt ganz genauso auch bei uns im HQ zuallererst ein Projekt erstellen und darin das Angebot schreiben. Die Prozesse sind fast identisch. Ne? Für heute, wir schreiben jetzt heute einmal zuerst das Angebot und machen da dann später unser Projekt draus. Genau. Und wir gucken mal in das Angebot rein, um auch auf die Frage von den Artikeln nochmal zurückzukommen. So, das ist jetzt hier, ich habe einfach mal die Vorschau aufgemacht, ich habe hier schon mal ein Angebot vorbereitet, wo ich jetzt hier sehe, welche was wir hier angeboten haben. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Gruppe, wir entwickeln jetzt hier eine Website für den Kunden, Frontend, Backend und wir bieten hier noch ein bisschen Projektmanagement an. Genau, das basiert schon auf Standardprodukten, die wir definiert haben. Die Produkte, die wir jetzt hier nutzen, die sind sehr auf Zeitachsen gemünzt, sage ich jetzt mal. Muss es natürlich nicht sein. Die können einheitentechnisch auch Stück haben, Tage, Seiten, was auch immer ihr da benötigt. Pauschal kann es natürlich auch sein. Die könnt ihr frei definieren. Das sind bei uns im HQ die Artikel, die findet ihr im Bereich Admin. Ja, probiert es gerne einfach mal aus. Da könnt ihr Standards anlegen, die ihr dann wiederverwenden könnt auf den Angeboten. Gerne auch mit Textbausteinen, die dazugehören, einfach damit man nicht jedes Mal das Rad neu erfinden muss. Und gerade für die meisten von euch, die jetzt auch relativ Standardprozesse haben, ihr könnt auch jederzeit ein bestehendes Angebot als Vorlage nutzen, kopiert es euch, nutzt es einfach als Vorlage. Weil oftmals ist es ja dann doch nicht so, dass man das Rad jedes Mal neu erfindet. Ja, das heißt, da könnt ihr bestehende Angebote nutzen. So, und jetzt haben wir das Angebot hier verschickt. Das sehen wir auch hier am Status. Das ist versendet. Und Herr Tobias hat mir gesagt, das ist ein ganz hervorragendes Angebot. Das machen wir. Dann kann ich das hier natürlich auch als angenommen markieren. Dann wird mir das ja auch angezeigt. Das heißt, ich sehe auch, was ist hier angenommen, was ist nicht angenommen, was ist abgelehnt, was ist noch offen. Ganz wichtige Frage, die wir natürlich auch oft bekommen von unseren Kunden. Wo kann ich denn sehen, was haben wir denn noch so draußen? Wo haben wir denn noch eine Chance, neue Projekte zu generieren? Das heißt, ich kann natürlich auch hier in der Angebotsübersicht mir alle Angebote zeigen, die noch offen sind. Ja, da habe ich eine Chance zu gucken, wo kann ich vielleicht noch was akquirieren. Genau. So, jetzt haben wir unser Angebot hier angenommen und jetzt müssen wir natürlich hier ein neues Projekt daraus erstellen. Das mache ich hier im Beleg und direkt über Projekt. Das kann ich über viele Wege machen. Also ich kann das auch direkt hier oben über den globalen Hinzufügen machen, Button machen. Ich kann das über den Lead machen. Ich kann das einfach auch direkt im Kunden machen, so wie es für euch am besten funktioniert. Alle diese Arten haben aber eins gemein und zwar fangen die mit einer Projektvorlage an. Und Projektvorlagen sind ganz, ganz essentiell im HQ. Ja? Das heißt, die nutzt ihr, um eure Projekte voneinander zu separieren. Ihr seht das hier, Kleinstprojekte, Webinare, Webseite, extern, intern, Doku, ein Sprintprojekt, you name it. Ja, das heißt, ihr könnt euch diese Arten von Projekten damit hervorragend separieren, um halt eben dann auch in der Auswertung in der Lage zu sein, zu sagen, zeig mir bitte mal nur meine Website-Projekte an, damit ich die auch auswerten kann. Ja, dafür ist es ganz wichtig. Und was viele unserer Kunden noch nutzen, um halt sich das Leben hier auch leichter zu machen, ist, man kann hier schon eigene Projektpläne vordefinieren. Wenn bei euch die Erstellung einer Website eigentlich immer den gleichen Schritten folgt, warum solltet ihr das denn jedes Mal wieder aufs Neue erfinden dort? Ja, dort könnt ihr dann einfach euch eine Vorlage speichern und diese dann eben auch wieder nutzen, wenn ich jetzt hier neue Projekte sehe. Genau. So, und das machen wir jetzt einfach mal. Ich nehme jetzt hier einfach unsere Vorlage extern. Ich brauche jetzt ja auch noch kein Projektplan drin, weil wir machen es gleich anders. Wir machen unseren Projektplan gleich aus den verkauften Positionen. Und ich nenne das jetzt einfach mal hier Testprojekt, weil ich immer so einfallsreich bin. wir sagen jetzt, wir starten heute Projektende, meinetwegen jetzt Ende Juni, ist aber auch kein Pflichtfeld, also hätte ich auch leer lassen können. Und ich als Nadine bin jetzt hier mal nicht Creative Director, sondern ich bin hier Projektleitung. So, und wir legen das Projekt an und wir lassen uns auch direkt weiterleiten. Ja, genau. Jetzt landen wir quasi direkt im Projekt. Genau. Eine Frage noch zwischendurch, bevor wir jetzt wirklich mit dem Projekt starten und nochmal Richtung Angebot, gab es hier diese Artikel, also diese vordefinierten Positionen,
wenn ich so möchte. Die kann ich anlegen. Da muss man natürlich nicht bei uns den Support für fragen oder sonst irgendwas, sondern solche Kernkonfigurationen könnt ihr alle selber und eigenständig machen. Hier im Bereich Admin findet ihr den Bereich Artikel. Dort könnt ihr das anlegen, was ich gerade eben als Vordefinition für diese Position genannt habe. Genau, so. Zurück zum Projekt. Das heißt, wir haben unser Angebot gewonnen, Kunde hat zugesagt und wir haben unser Projekt erstellt. Und jetzt ist hier noch gar nicht viel drin. Das heißt, wir machen jetzt hier eine Projektübergabe. Zum einen möchte ich nämlich jetzt hier sagen, ich möchte aus meinem Angebot Sachen generieren. Nämlich, ich habe gerade verkauft 5 Stunden Frontend-Entwicklung, 7 Stunden Backend-Entwicklung und 15 Stunden Projektmanagement. Das macht auch nur Sinn, dass das die Elemente sind, auf die ich jetzt meine Ressourcen verplane und gegen die meine Zeit erfasst wird. Und das geht ganz einfach im HQ. Hier wieder über diesen Erzeugen aus Beleg-Button. Ihr merkt, das ist ein zentrales Element. Und hier kann ich jetzt direkt sagen, ich möchte meinen Projektplan anlegen. Genau. Und ich könnte jetzt auch Sachen abselektieren, wenn ihr optionale Sachen mit drin hättet. Ihr nehmt jetzt einfach mal alles mit an der Stelle. Ich bestätige jetzt hier die Auswahl. Und jetzt habe ich meinen Projektplan übergeben. Da gucken wir auch gleich rein. Ich mache noch eine Sache vorweg. Wir haben ja hier jetzt im Grunde genommen auch in den Positionen nicht nur Grundlagen geschaffen für die Projektplanung, sondern wir haben auch Grundlagen geschaffen für unsere Abrechnung. Heißt, ich kann jetzt auch hier meine Abrechnung schon direkt vorplanen für mein Projekt. Und das machen wir jetzt hier auch direkt einfach mal aus dem Angebot heraus. Jetzt gibt es hier diesen Bereich Planumsätze. Da kann ich jetzt hier quasi mein Angebotsvolumen schon einplanen, wann ich das denn abrechnen möchte. Kleiner Sneak Peek, das läuft natürlich in einen Forecast, wo ihr sehen könnt, wie viel Umsatz habe ich wann eingeplant, in welchem Monat. So, und wir planen das jetzt einfach mal hier Mitte Juni rein und werden zu diesem Datum ganz, ganz wichtig auch vom HQ daran erinnert, das abzurechnen. Stellt euch vor, dass ein System täte das nicht. Ihr glaubt gar nicht, wie oft manche vergessen würden, Sachen abzurechnen, wie viel Geld da auf der Straße liegen bleibt. Deswegen ganz wichtig, lasst euch hier unterstützen bei der Abrechnung. Genau. Wer da übrigens ein bisschen mehr Details noch zu haben möchte, wir haben in unserem Blog einen Artikel zum Thema Frühjahrsputz, Abrechnungen, Agenturen gepostet. Schaut euch den nochmal an, da gehen wir wirklich sehr ins Detail, was Abrechnungsmethoden angeht und was man da beachten sollte. Ist, glaube ich, für jeden total interessant, sich das einfach mal anzuschauen. So, jetzt haben wir unsere Projektübergabe fertig. Ich habe mal nebenbei auf die Uhr geguckt, das waren keine 5 Minuten. Das war 5 Klicks und ich habe meine Projektübergabe gemacht für meine Projektplanung und für meine Abrechnung. Jetzt kann es direkt losgehen mit dem Projekt. Und wo ist es gelandet? Und wir fangen jetzt erstmal an mit der Projektplanung, also Timings, Zeiterfassung, Ressourcenplanung. Und das findet ihr in der Projektplanung. Und das ist jetzt hier keine Rocket Science. Also wir haben uns hier bekannten Maßstäben angenommen. Das heißt, das Ganze ist optisch ein Gantt-Chart, der natürlich komplett interaktiv ist. Das heißt, ihr seht jetzt hier sofort das, was wir verkauft haben. Das heißt, wir haben hier unsere Sollzeit, unsere Gruppe Entwicklung, die wir hatten, hier mit Frontend-Backend-Entwicklung und exakt genau den Stunden, die wir hier verkauft haben. 5 Stunden, 7 Stunden, 15 Stunden. Und grafisch wird es hier angezeigt eben in dem Gantt-Chart. So, und jetzt können natürlich hier, und das ist alles Drag-and-Drop, ich kann natürlich jetzt hier meine Sachen verschieben. Heißt, Projektmanagement machen wir natürlich irgendwie vielleicht danach, weil da gibt es einen Rollout beim Kunden, mit dem wir damit planen müssen. Das muss ich aber auch in dieser Woche machen. Und der Bereich Backend-Entwicklung, der muss vielleicht sogar schon ein bisschen früher fertig sein. Kann natürlich irgendwie parallel laufen am Anfang, aber das muss auch hier fertig sein. Also so kann ich hier ganz individuell, ganz einfach meine Projektplan zusammenschieben. So, und jetzt kann ich hier natürlich Abhängigkeiten machen. Also das ist eine klassische Projektplanung, die wir hier durchführen. So, und jetzt habe ich meine Timings fertig, die ich natürlich jederzeit hier auch einfach exportieren kann und meinem Kunden so mitgeben kann. Ja? Und jetzt geht es aber eigentlich darum, dieser Projektplan zu haben. Der ist natürlich schön und gut, einfach für mich als Projektmanager ist es essentiell, das als Tool zu haben, zu wissen, wann müssen welche Timings stattfinden. Aber das macht sich nicht von selber. Nur weil das in einem Projektplan steht, ist das nicht irgendwie, passiert das nicht automatisch. deswegen kann ich jede dieser Zeilen einem meiner Mitarbeiter, meiner Kollegen, meiner Nutzer zuteilen, um halt eben da jetzt auch zu sagen, bitte arbeitet da jetzt mal dran. Und wir nehmen jetzt einfach mal als Beispiel hier unsere Aufgabe Projektmanagement und ich kann hier einfach doppelt bei zugeteilte Person reinklicken und habe jetzt Zugriff auf alle meine Nutzer und Ressourcen im HQ und zwar in den einzelnen Gruppen. Diese Gruppen könnt ihr frei erstellen, das dient dazu, eben mehr Struktur in eure Ressourcengruppen reinzukriegen. Und was ich jetzt hier sehe, sind eben die Nutzer und ich sehe hier, was haben die an Kapazität. Das könnt ihr tagesaktuell im HQ hinterlegen und dann hier auch in der zweiten Spalte, was davon tatsächlich noch frei ist.
weil ihr habt eine Kapazität für diesen Zeitraum dieser Tätigkeit, also in dieser einen Woche. Und von dieser Kapazität ziehen wir jetzt ab, andere Aufgaben zum gleichen Zeitraum und Abwesenheiten. Na, das heißt, ihr könnt natürlich auch eine vollständige Abwesenheitsverwaltung im HQ machen mit einer Urlaubsplanung, mit Freigabeprozess. Und ihr könnt natürlich auch Abwesenheiten hinterlegen, die jetzt natürlich nicht freigegeben werden können, wie Krankheiten. Aber klar, auch Elternzeit ist hinterlegbar, Berufsschule, was auch immer bei euch passiert, könnt ihr hinterlegen. Genau. Und wir können das sogar, sehr, sehr beliebtes Feature, mit Exchange connecten. Ja, das heißt, wir verbinden das mit eurem Exchange-Kalender. Dadurch werden Kalendereinträge automatisch ins HQ gezogen und eben dann auch als Abwesenheiten eingetragen, um eben an den Tagen eure Kapazität zu reduzieren. Und für diejenigen von euch, die Personio nutzen, wir haben eine Personio-Schnittstelle, aus der die Abwesenheiten gezogen werden können. Dann nutzt ihr quasi Personio für euer Abwesenheitsmanagement und die landen automatisch im HQ. Gerade für diejenigen, die das nutzen, super spannende Funktion. Genau, aber was sagen mir diese Zahlen jetzt überhaupt? Das heißt, ich sehe jetzt hier in dieser Spalte davon frei, wer hat überhaupt Zeit, diese 15 Stunden zu übernehmen? Und jetzt in unserem Case hier können das alle. Ich habe schon genug Agenturen von innen gesehen. Ich weiß, es ist nicht realistisch. Meistens plant man viel mehr an der Kante. Aber klar, das ist natürlich jetzt hier mal unser Beispiel heute. So, und ich kann natürlich jetzt sagen, hier, ich als Nadine, ich habe hier genug Platz und sortiere mir das jetzt hier zu. Ich werde das dann auch angezeigt hier. Ich könnte es auch auf mehrere Leute aufteilen. Sage jetzt speichern und schließen, habe jetzt so meine Ressourcen hier zugeteilt. So funktioniert die Ressourcenplanung. Und das mache ich jetzt quasi für alle Aufgaben. Ich kann das jetzt hier mal fortführen. Heißt, der Edgar übernimmt hier die Frontend-Entwicklung und der Jan David übernimmt hier vielleicht die Backend-Entwicklung. Das kann der auch als Berater mal machen. genau, und so funktioniert hier die Projektplanung. Und jetzt sind eigentlich alle in den Startlöchern und es kann losgehen mit der Projektbearbeitung. Ja, weil ich werde hier natürlich auch, oder ich kann mich benachrichtigen lassen, wenn ich hier neu in das Projektteam komme. Und genau, und die Sachen landen jetzt direkt bei mir. Das heißt, wie funktioniert die Zeiterfassung dahinter? Und ich muss mir jetzt natürlich nicht raussuchen, wer jetzt wo wie zugeteilt ist, sondern ich kann natürlich durch diese Zuteilung bekomme ich das Ganze direkt in meinen Kalender. Ja. Und das landet hier unter MeinHQ. Und wenn wir jetzt wieder aufs Dashboard gucken, ja, der Kreis schließt sich, da landen solche Sachen jetzt hier drin. Das heißt, ich sehe hier natürlich alle meine Aufgaben und ich gucke jetzt einfach mal in die Aufgabenliste von mir, die wir jetzt hier haben. Und wir haben jetzt hier unten das Projektmanagement hier aus meinem Testprojekt, was wir gerade sehen. Da kann ich jetzt hier natürlich auch draufklicken und bekomme hier rechts dazu dann eben Einzelheiten angezeigt, auch eine Beschreibung, wenn ich das möchte. Ich sehe auch, wenn ich mit mehreren Leuten hier zugeteilt bin. Genau, das ist hier die Methode. Und da kann ich jetzt hier auch direkt meine Zeit erfassen, entweder per Start-Stopp oder auch einfach per Nachtragen. Also sind wir mal ganz offen, nicht jeder mag die Stoppuhr als Zeiterfassungsmethode. Manche mögen auch, das machen das gerne am Abend. Dafür ist das hier auch praktisch. Und ich habe jetzt hier vielleicht viel gearbeitet und habe das jetzt hier meinetwegen, also ich 3 Stunden lang gemacht, sage jetzt hier speichern und habe jetzt hier 3 Stunden drauf erfasst. Ja, und das ist auch eine ganz einfache Methode. Im Grunde genommen, jeder Nutzer kann sich frei aussuchen, ob ich jetzt meine Zeiterfassung per Stoppuhr machen möchte oder lieber nachtragen. Da ist ja jeder in seinem eigenen Arbeitsprozess. Wie finde ich jetzt als Nutzer heraus, was ich so über den ganzen Tag erfasst habe, gerade wenn ich es am Ende des Tages mache? Für diejenigen ist hier das Reportings-Modul unter MeinHQ sehr, sehr praktisch, weil ich hier dann dementsprechend sehen kann, was ich heute schon so erfasst habe. Und wir können uns jetzt ja mal die aktuelle Woche anzeigen lassen. Dann sehe ich hier auch für die einzelnen Tage, was hier schon reingelaufen ist. Wie ihr seht, diese Woche habe ich noch nicht so viel gearbeitet. Aber da kann ich eben hier ganz hervorragend mitarbeiten. Genau. Genau, so, darüber hinaus kann ich diese Sachen natürlich bearbeiten, nachtragen, genau. Aber wir springen jetzt einfach mal zurück in unser Testprojekt. So, ich kann natürlich jetzt hier mal oben über die Suche gehen. So, wenn wir das jetzt hier anschauen. Und das Resultat der Zeiterfassung finde ich hier wieder. Und da ganz elementar, und das finde ich ist wirklich eine Funktion, die ich nur jedem grundsätzlich ans Herz legen kann zu nutzen. Wir sehen hier, was haben wir insgesamt an Stundenbudget verkauft auf diesem Projekt und was wurde dagegen schon geleistet. Und daraus berechnen wir diesen Anteil abgeschlossen. Und auf den könnt ihr euch benachrichtigen lassen. Viele meiner Kunden machen das so, bei 75% geht eine Benachrichtigung an das Projektteam oder an den Projektleiter und bei 90% geht eine Benachrichtigung an die Geschäftsleitung. Und das ist ganz elementar, weil so könnt ihr reagieren, bevor das Kind im Brunnen gefallen ist. Ganz, ganz elementare Funktion an der Stelle. Genau, kommen wir nochmal kurz zurück in die Projektplanung.
Und wo ich jetzt hier auch sehen kann, was jetzt hier gelaufen ist. Ich kann mir hier natürlich noch viel mehr Sachen anzeigen lassen, zum Beispiel eben hier auch die Ist-Spalten. Wir sehen es jetzt auch grafisch hier, dass im Projektmanagement hier eben schon vorangeschritten ist, wie viel Zeit jetzt hier gelaufen ist. Man sieht es quasi grafisch angezeigt. Diese Einplanung hier, da muss ich vielleicht noch 2, 3 Worte zu verlieren. Thema Ressourcenplanung. Ich als Nadine bin jetzt ja für diese ganze Woche eingeplant mit den 15 Stunden. Wie wird das verteilt? Das wird auf die Tage gleichmäßig verteilt. Ja? Das vielleicht zu der einen Frage, wie man das mit tageweise Einplanung macht, da diese Sollzeit immer gleichmäßig auf den Zeitraum verteilt wird. Dann könnt ihr natürlich diesen Zeitraum nutzen, um halt eben auch kleinere Entitäten zu arbeiten. Ja, das heißt, wenn ich jetzt den Menschen für einen Tag verplanen möchte, dann kann ich natürlich diesen Start- und Ende-Zeitraum auch dementsprechend verkürzen. Genau. Und eine weitere Frage, die hier auch kam, wie kann ich jetzt hier auch mit so Monatsbudgets arbeiten, wenn ich die Frage da richtig verstanden habe? Das geht natürlich auch. Entweder, und da gibt es auch nochmal, da gab es auch ein Webinar zum Thema Retainerplanung bei uns, schaut es euch gerne nochmal an. Entweder arbeitet ihr hier mit Phasen, die ihr dann erzeugt für jeden Monat, wo ich meine Zeit gegen erfasse, oder oftmals braucht man es gar nicht so komplex. Ich mache mir eine Phase fürs ganze Jahr und rechne es einfach hoch. Und so muss ich dann es nicht monatlich wiederkehrend erstellen, weil die Zeit ja grundsätzlich auch darauf läuft. Aber schaut euch gerne dazu nochmal das Webinar Retainerplanung an. Da sind solche Sachen alle genau erklärt. Genau, soweit zum Thema Zeiterfassung, Aufgabenplanung, Ressourcenplanung an dieser Stelle. Schreibt gerne auch weiterhin eure Fragen in den Chat, da kommen nämlich einige. Ich werde da nämlich dann auch nochmal konkreter drauf eingehen. Eine spannende Frage sehe ich jetzt hier gerade noch. Wie kann ich sowas wie ein Weekly einplanen? Genau, da kommt nochmal nämlich diese Kalenderintegration mit Exchange zum Tragen. Ihr müsst bei uns, also das andersrum gesagt, das HQ ersetzt nicht euer Kalendertool. Ja, das heißt, ihr habt weiterhin euren Kalender im Hintergrund und würdet dort eben sowas wie ein Weekly ganz normal planen. Und das landet über diese Schnittstelle im HQ. Ja, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Genau, wiederkehrende Aufgaben unterstützen wir aktuell im HQ noch nicht. Genau. So, aber Thema Retainer, wo wir da gerade bei waren oder auch grundsätzlich jetzt haben wir hier gearbeitet, Zeit geleistet. Wir machen das ja nicht einfach nur für die große Lust, die wir daran haben, eben jetzt hier Projekte zu machen, sondern am Ende wollt ihr auch damit Geld verdienen. Wie funktioniert das? Heißt, wie schreibe ich jetzt hier überhaupt eine Rechnung im HQ? Und da kommen wir nochmal zu der Umsatzplanung, die wir hier haben. Und ich habe ja vorhin mein Angebot schon genutzt und habe gesagt, wir möchten, haben hier ein Angebot geschrieben und ich kann mir natürlich auch hier jetzt zum Beispiel nochmal unser Volumen anzeigen lassen. Ich lasse mir das jetzt hier mal netto in Euro anzeigen lassen. Hier habe ich quasi, finde ich mein Angebot wieder, um das jetzt abzurechnen und werde jetzt hier eben an diesen Tag auch dran erinnert. Und da kann ich jetzt direkt aus meinem Planumsatz hier auch meine Rechnung erstellen. So, und das ist wirklich ein ganz, ganz praktischer Prozess, weil ihr habt ein Angebot. Dieses Angebot machen wir zu einem Planumsatz, der mir das quasi für meinen Forecast einplant, mich auch daran erinnert, die Rechnung zu stellen. Und wenn es dann soweit ist, sage ich bei meinem Planumsatz einfach Rechnung erzeugen und bekomme hier die Rechnung und zwar exakt genauso, wie ich es angeboten habe. Ja? Wir hätten natürlich unseren Planumsatz auch noch arretieren können. Das heißt, wir hätten sagen können, wir splitten das jetzt und machen das Projektmanagement erst später und machen vielleicht Frontend- und Backend-Entwicklung auch gesplittet. Also das könnt ihr dann in den Planumsätzen auch nochmal frei einstellen. Jetzt für unser Beispiel heute machen wir es mal einfach und haben uns quasi hier aus diesem Planumsatz unsere Rechnung erstellt und genau und setzen die jetzt hier auch auf den Status versendet. Heißt, wir schicken das jetzt raus an den Kunden und damit läuft die auch in unsere Planung. Genau. Jetzt eine Frage, die jetzt auch gerade kam und die auch oft von unseren Kunden kommt. Wie funktioniert es denn jetzt, wenn ich monatlichen Retainer habe, ich hoste mit meinen Kunden abrechne oder sonstige wiederkehrende Leistungen habe? Ich mache euch einmal den Dialog auf zum Planumsätze erstellen. Die haben nämlich was ganz, ganz Wichtiges und zwar ein Intervall. Und ich kann zum Beispiel hier sagen, ich möchte monatlich was mit den Kunden abrechnen. Zum Beispiel monatliche Service-Fee. So. Und dann kann ich sagen, von wann bis wann läuft der hier? Kann hier meine resultierende Rechnung direkt schon erzeugen? Beziehungsweise kann hier einfach sagen, ich möchte jetzt hier jeden Monat 300 Euro abrechnen. Das geht natürlich auch. Sag hier speichern. Und jetzt mir für diesen Zeitraum, den ich erzeugt habe, dieser Planumsatz hier erstellt, der mir jetzt hier jeden Monat 300 Euro einplant. Ihr seht es hier, es wurde automatisch alles erzeugt und ich werde jeden Monat zu diesem Datum daran erinnert, das in Rechnung zu stellen. Also auch für wiederkehrende Leistungen extrem praktisch, hier eben diese Planumsätze zu nutzen und sich erinnern zu lassen. Ja. Genau. Und jetzt habe ich quasi meine Rechnungen erstellt. Wenn wir hier nochmal bei Belege reingehen, geht das auch. Das ist der Planumsatzmodus. Wir können natürlich hier auch
Für diejenigen von euch, die es noch leichter haben wollen. Ja, nicht jeder möchte ja so eine größere Vorplanung haben. Ich kann auch einfach aus meinem Angebot eine Rechnung erzeugen. Das wäre wirklich der leichteste Case. Heißt, ich habe ein Angebot geschrieben und kann hier direkt meine Rechnung daraus erzeugen. Entweder auch direkt, wie wir es vorhin gemacht haben, oder auch im Akkontomodus, wo ich prozentual Sachen abrechnen kann. Oder ich erzeuge mir einfach hier eine neue Rechnung. Dass das jederzeit geht, ist elementar wichtig. Oftmals habt ihr vielleicht ganz, ganz kleine Projekte, wo gar kein Angebot geschrieben wird. Ja, wo auch eigentlich gar nicht viel Projektplanung stattfindet. Das müsst ihr auch alles gar nicht machen im HQ. Diese ganzen Sachen, die ich euch gerade gezeigt habe, sind natürlich super schön zu haben und für manche Leute, für komplexere Projekte auch extrem wichtig zu nutzen. Aber ihr könnt euch auch einfach im HQ an einem Kunden ein Projekt erstellen und schreibt eine Rechnung am Ende drin, habt ein bisschen Zeit erfasst und gut ist. Also das geht natürlich auch. Ja? Und wenn ihr euch hier eine neue Rechnung erzeugt, könnt ihr darüber natürlich genauso auch eure erfassten Zeiten weiter verrechnen, beziehungsweise auch Fremdleistungen, die ihr vielleicht von Freelancern oder von Lieferanten bekommen habt, auch hier weiter erfassen. Das geht natürlich auch. Ja? Ihr könnt natürlich jederzeit Fremdleistungen, also Eingangsrechnungen, die ihr bekommen habt, auf eure Projekte buchen, um auch hier eine vollständige Kostenauswertung zu bekommen. Thema Kostenauswertung, da gucken wir später drauf. Genau, soweit einmal zu dem Abrechnungsprozess. Und Frage hier, wie funktioniert das Ganze über den Abgleich, ob die Sachen bezahlt sind? Bei uns könnt ihr hier jederzeit den Zahlungseingang vermerken. Das kann natürlich auch eine Teilzahlung sein. Und ich kann mir dann in der Rechnungsliste, also in der offenen Postenliste, wie man es auch so schön nennt manchmal, kann ich mir halt anzeigen lassen, welche Rechnungen noch offen sind. Und das geht hier einfach in den Bereich Belege, Rechnungen und da gibt es einen Reiter mit offen. Und da sehe ich das dann. Und da kann ich auch direkt Mahnungsprozesse draus anstoßen. Genau, so kann ich das dann dort mit einstellen. Soweit dazu. Jetzt haben wir hier ein Projekt und haben das abgerechnet. Und das kann ich natürlich jetzt auch hier dann in den ganzen Finanzen auswerten. Das ist jetzt hier in diesem Projekt relativ unspektakulär, weil ich einfach jetzt hier noch nicht so viel habe. Deswegen habe ich hier mal ein Projekt geöffnet, was schon ein bisschen länger läuft. Und da schauen wir jetzt einmal in die Finanzen. Also die Auswertung, wo ich sehen kann, was ist schon alles so passiert in meinem Projekt. Und das habe ich jetzt hier direkt. Das heißt, ich sehe hier, was habe ich schon an internen Kosten, was habe ich an externen Kosten, was habe ich abgerechnet. So, das heißt, hier habe ich jetzt knapp über 9.000 Euro in Rechnung gestellt, habe hier knapp über 4.000 Euro an internen Kosten erzeugt. Das kommt nämlich dann direkt aus meiner Zeiterfassung. Hinterlegt bei jedem Nutzer, wie viel Euro kostet mich eine Stunde Arbeitszeit von diesem Nutzer. Und das rechnen wir dann einfach hoch mit der Zeiterfassung. Dazu kommen hier, wie gesagt, die Fremdkosten. Das summiert hier 7.200 Euro an Gesamtkosten auf diesem Projekt. Und das ziehen wir dann von abgerechnet ab. Und so ergibt sich hier dieser Deckungsbeitrag. Ja, und ganz wichtig auch hier in Prozent, weil man sagt ja immer so schön, Dienstleistungsbranche, Deckungsbeitrag von Pi mal Daumen, 30% sollte man sich erhalten. Und damit kann ich dann eben auch hier gucken, ob ich da so ungefähr noch mit drin liege in diesem Rahmen. Genau. Soweit an der Stelle. Genau, und diese Auswertung, die wir jetzt hier machen, die ist essentiell wichtig. Die sagt nämlich nicht nur, während laufender Projekte passt gerade hier eure Planung damit rein, sondern auch gerade am Ende Projekterfolgskontrolle, in welchen Projekten haben wir denn überhaupt Geld verdient? Und das ist elementar, weil ihr wollt ja am Ende in der Lage sein zu sagen, was waren erfolgreiche Projekte, was nicht? Und gerade bei denen, die jetzt nicht so erfolgreich waren, warum nicht? Gibt es bestimmte Tätigkeiten, für die wir immer zu lange brauchen zum Beispiel, was ja euren Deckungsbeitrag schmälern würde. Und diese Auswertungen bekommt ihr bei uns im Controlling, zum Beispiel im Margencontrolling. Und da schauen wir einfach mal rein, wo ich jetzt hier nämlich all diese Sachen, die wir uns vorhin angeguckt haben, jetzt hier eben für meine einzelnen Projekte sehen kann. Und ich nehme jetzt hier mal die Zeitachsen raus. Das heißt, all die Daten, die wir vorhin hatten, gerade auch hier hinten unser Deckungsbeitrag, den kann ich jetzt hier eben sehen. Hier sehen wir diese 21,5% auch für das Projekt, was wir uns gerade angeschaut haben. Genau, soweit mal zu dem Controlling. Diese Controllings bei uns im HQ sind alle immer auf Basis von Pivot-Tabellen. Das heißt, ihr könnt die euch hier selber zusammensuchen und selber zusammenstellen, um halt eben genau die Auswertung zu erzeugen, die ihr braucht. Das geht für unterschiedlichste Fälle, zum Beispiel auch die Ressourcenauswertung, die ich auch immer ganz interessant finde. Schauen wir uns die einfach mal an, weil ich nämlich hier jetzt genauso auch sehen kann, welche Mitarbeiter sind wann wie verplant. Das können wir mal gucken. Genau, 2017 ist natürlich jetzt noch nicht so viel passiert. Nutzen wir mal ruhig dieses Jahr für die ganze Auswertung. So, und genau, dann sehen wir jetzt hier dementsprechend, wie sieht denn meine Verplanung aus
für die einzelnen Stellen. Und das kriege ich hier auch grafisch zum Beispiel angezeigt, wo ich auch hier sehen kann, lasten wir uns denn überhaupt aus? Wann haben wir wieder Platz bei uns in der Agentur für neue Themen? Soweit einmal zu dem HQ-Prozess. Und ihr seht es, wir haben jetzt im Grunde genommen den ganzen Prozess abgedeckt. Es fing an mit den Stammdaten, die wir erfasst haben von unseren Kunden und potenziellen Kunden. Es ging weiter mit dem Angebotsschreiben. Dann haben wir daraus das Projekt erstellt, haben aus dem Angebot unsere Projektplanung und unsere Rechnungsstellung abgeleitet, haben dann Ressourcen verteilt, die wiederum ihre Zeiten erfasst haben und die dann zu Abrechnung geführt haben, haben uns angeschaut, wie können wir Rechnungen erstellen und wie kontrollen wir den ganzen Prozess. Und jetzt fehlt eigentlich noch ein Element. Ihr kennt selber, das Ganze muss natürlich auch zu eurem Steuerberater. Ihr könnt bei uns alle Eingangs- und Ausgangsrechnungen vorkontieren mit Kostenstellen und Buchungskonten und das dann per Dativ-Export zu eurer Buchhaltung schicken, um das direkt zu importieren. Und zwar natürlich genauso mit den Originalbelegen, weil ihr kennt das Spiel, keine Buchung ohne Beleg. Genau. Bevor ich jetzt wieder zurück einsteige, weil ihr fragt euch jetzt sicherlich alle, wie kriegen wir das bei uns gut eingeführt? Wie funktioniert der Prozess, wenn sich jemand für das HQ entscheidet? Wie kriegen wir das alles konfiguriert? Da kommen wir gleich noch drauf. Ich möchte jetzt einmal die Chance nutzen, einmal in den Chat zu gucken, was noch für Fragen angekommen sind, die ich noch nicht beantwortet habe. Gerade jetzt zum Angebotsprozess am Anfang. Wie kann ich dann das abgespeicherte, das unterzeichnete Angebot, was ich von meinem Kunden vielleicht per E-Mail bekommen habe, hinterlegen? Dafür gibt es im HQ Kontakthistorien. Ihr könnt quasi im HQ Kontakthistorien pflegen, wo ihr auch E-Mails ablegen könnt, wo dann auch die Anhänge automatisch mit angehängt werden. Also habt ihr dann das unterschriebene Angebot auch direkt mit drin. Ihr könnt natürlich die Auswertungen, die wir im HQ machen, gerade wenn es jetzt auch darum geht, einzelne Leistungsarten oder einzelne Arten von Positionen, wir nennen es mal, wie gesagt, bei uns Artikel und die sind eine Art Control möchte, das geht natürlich auch. Dafür gibt es bei uns Artikel-Controllings, wo ich sehen kann, was habe ich denn, wie viel überhaupt von welcher Leistungsart verkauft. Gute Frage auch nochmal zu dem Thema. Wir hatten vorher nämlich das, was passiert, wenn ich hier monatlich Sachen mit meinem Kunden abrechne? Wie kriege ich das überhaupt raus an den? Muss ich hier jede Rechnung einzeln anstoßen? Müsst ihr nicht. Wir haben bei uns im Pro-Plan die Funktion des Rechnungslaufs, wo ihr quasi mit einem Klick alle geplanten Planumsätze in Rechnungen umwandeln könnt und die dann auch mit einem weiteren Klick direkt alle versenden könnt. Zwischendrin eben ein Kontrollschritt, um sicherzugehen, dass man da auch die richtigen Sachen rausschickt, ja, damit hier nicht zufällig Sachen angehen. Genau. Wenn ihr natürlich die Zeiterfassung habt, da habe ich vorhin schon drüber gesprochen, ihr müsst dort gar keine Angebote schreiben. Ihr könnt natürlich auch mit dieser Zeiterfassung, die ihr gemacht habt, direkt eure Rechnungen stellen. Das heißt, ihr geht in eine Rechnung und lasst dort eben auf Basis der Zeiterfassung die Position erzeugen. Da gibt es mehrere Optionen. Auch dazu gibt es ein gutes Webinar bei uns auch nochmal. Wenn ihr das mal live sehen möchtet, sprecht da auch vielleicht gerne nochmal euren Success Manager beziehungsweise, wenn ihr noch keine Kunden seid, euren Sales-Ansprechpartner an bei uns. Dann zeigen wir euch das nochmal im Detail. Dann können wir nämlich dort auch etwas Bezug auf euren speziellen Case legen, wie ihr mit euren Kunden da eure erfassten Zeiten abrechnet. Dann schauen wir uns das gerne auch nochmal an. Gerade weil wir bei dem Thema Belege sind, ihr könnt bei uns natürlich alle Belegarten erzeugen. Also wir haben uns jetzt angeguckt, Angebote und Rechnungen und wir haben über Eingangsrechnungen gesprochen. Das sind die ganz grundlegenden Arten. Aber natürlich könnt ihr alles erzeugen, was in diesem Prozess da läuft. Das heißt, Stornos, Gutschriften, Bestellungen, Lieferscheine, Auftragsbestätigung, all die Sachen kann man im HQ natürlich machen. Und ganz, ganz wichtig, immer eins aus dem anderen. Ja, das heißt, ich kann natürlich aus meinem Angebot auch die Rechnung erstellen und dann aus der Rechnung natürlich auch die Storno und so weiter und so fort. Also diese Ketten sind natürlich an der Stelle eingehalten. Genau. Dann nochmal zum Thema Projektmanagement. Wir können hier natürlich auch noch andere Tools mit anknüpfen. Nicht jeder von euch arbeitet relativ klassisch, so wie wir das machen. Auch wenn wir, und die haben wir uns jetzt nicht angeschaut, auch eine Möglichkeit haben, das Ganze in einer Kanban-Ansicht zu machen. In den Projektplan, um halt eben auch agilere Planungsmethoden zu haben, könnt ihr natürlich bei uns auch andere Tools andocken und wir kennen das von vielen Kunden, zum Beispiel Jira wird gerne genutzt. Jira haben wir zum Beispiel eine Standardschnittstelle zu, wo ihr das andocken könnt und dann werden Tickets automatisch synchronisiert. Und sonst haben wir eine offene REST API, über die ihr jegliche beliebige Tools auch anschließen könnt. Genau. Und dann, wie gesagt, wenn ihr zu diesem ganzen Prozess noch Fragen habt, ich weiß, das ist heute sehr, sehr kondensiert. Sprecht uns gerne an, gerade auch entweder euren Sales-Menschen bei uns oder euren Success-Manager bei uns. Ich gebe euch die Kontaktdaten im Nachgang gerne nochmal mit.
und wo wir gerade beim Thema Success Management sind. Ich switche nochmal zurück in meine Präsentation, damit wir eben auch nochmal hier weiterschauen können, wie funktioniert das, wenn ihr euch jetzt für das HQ entscheidet. Es ist nämlich so, wenn ihr euch für das HQ entscheidet, bucht ihr bei uns auch immer ein Onboarding-Paket mit dazu. Welches ihr da benötigt, wie groß das sein muss, das hängt immer sehr davon ab, was ihr für einen Case bei uns habt und wie viele Mitarbeiter ihr habt. Das heißt, wenn ihr mit uns sprecht im Prozess zu Beginn, fragen wir euch oft, wie viele Mitarbeiter habt ihr denn? Und das ist nämlich eine entscheidende Größe, weil dieser Punkt der Schulungen oftmals einen sehr großen Part einnimmt. Und wie läuft jetzt dieser Prozess des Onboardings bei uns ab? Und schauen wir uns das einfach mal an. Das Ganze fängt nämlich immer an mit einer Konfiguration. Das HQ ist ein Standardprodukt. Das heißt, was wir machen, ist, wir konfigurieren das System gemeinsam mit euch. Wir konfigurieren eure Belegvorlagen, wir konfigurieren eure Verrechnungssätze, wir konfigurieren eure Projektvorlagen, eure Custom Fields, um halt eben genau eure Daten zu speichern, machen Migration und, und. Das gehört zu uns zur Konfiguration. Wir nennen das bei uns auch Timebox-Phase, wo es eben darum geht, entlang eures Prozesses das HQ zu konfigurieren, mit dem Ziel, dass ihr das danach selber könnt. Hilfe zur Selbsthilfe. Jetzt seid ihr damit fertig. Das macht man üblicherweise mit einer Gruppe von Auserwählten, die euch auch wirklich wissen, wie der gesamte Prozess abläuft. Wenn das fertig ist, hat man ein konfiguriertes System und dann erweitert man die Gruppe und nimmt einfach noch mehr mit rein, um den Prozess weiter sich anzuschauen und zu gucken, funktioniert der denn so, wie wir den konfiguriert haben. Nennt sich bei uns Review-Phase. In dieser Zeit machen wir oftmals noch Nachjustierungen am Prozess. Und wenn das abgeschlossen ist, dann ist euer HQ final konfiguriert und eigentlich bereit, dass ihr starten könnt, Go Live machen könnt und mit allen Leuten loslegen könnt und endlich alle Informationen an einer Stelle habt. Und damit auch jeder abgeholt ist, machen wir in der Regel Schulungen. Das sind entweder Schulungen, die wir durchführen bei allen Mitarbeitern, oder wir machen Train-the-Trainer-Konzepte. Und diese Schulungsunterstützung oder Schulungen, die wir machen, ist oftmals nicht wichtig dafür, dass alle verstehen, wie das HQ funktioniert, weil, sagen wir mal ganz offen, es ist ein Standardprodukt, wenn man sich da länger mit auseinandersetzt, kriegt man das hin. Aber das ist oftmals ein Change-Thema, weil es ist ja eine Sache von, ich führe hier eine neue Software ein für den gesamten Prozess und da muss sich jeder Mitarbeiter abgeholt fühlen. Und deswegen ist es oftmals wichtig, diese Schulungsprozesse gut zu durchdenken und sich da von uns auch beraten zu lassen. Auch wenn wir das nicht machen und Train-the-Trainer-Konzepte machen, geben wir euch natürlich immer unsere Erfahrungen mit, was wir eben auch so gemerkt haben, wie Kunden von uns das HQ gut zur Einführung kriegen. Und genau, also wenn wir dabei sind, dann haben wir im Grunde genommen das, vielleicht nochmal kurz zurück, dann haben wir diesen Onboarding-Prozess abgeschlossen und dann seid ihr go live. Dann seid ihr live mit dem HQ. Wie lange das dauert, müssen wir mal schauen. Das hängt immer so ein bisschen ab davon auch, wie umfangreich ihr habt. Wir sagen immer so gut, viele unserer Kunden sind oftmals innerhalb der ersten 6 bis 8 Wochen live. Das kann man auf jeden Fall für euch so gut als Planungseinheit nehmen. Viele auch schneller, aber wir haben auch Kunden, die innerhalb von 2 Wochen das HQ eingerichtet kriegen. Gerade weil wir aber in diesem Prozess auch oftmals Beratungsleistungen mit anbieten, weil wir einfach viel gesehen haben und euch natürlich da gerne an die Hand nehmen wollen. Und unsere Best Practices, die wir aus weit über 1000 Agenturen, die wir von innen gesehen haben, super gerne auch weitergeben wollen an euch, ist da oftmals ein Beratungsprozess noch mit bei. Und dann muss man natürlich schauen, wie schnell das dann geht. Und oftmals endet dieser Prozess auch nicht mit der Schulung. Ihr seid dann zwar live und arbeitet tagtäglich, jeder bei euch arbeitet tagtäglich mit dem HQ, aber wir beraten euch natürlich weiterhin noch, wie ihr das HQ hervorragend für euch nutzen könnt, wie ihr herausfinden könnt, wie ihr eure Agentur verbessern könnt und beraten euch da, wie ihr Prozesse bei euch noch optimieren könnt. Ja, soweit zum HQ und zu dem, was ihr heute gesehen habt. Jetzt haben wir ganz viel an einer Stelle uns angeschaut. Wir haben darüber gesprochen, wie sieht üblicherweise der Prozess aus, haben uns den konkret live im Tool angeschaut. Sie haben auch darüber gesprochen, wie kriegt ihr das bei euch überhaupt integriert in die Agentur, in den Betrieb, damit das halt auch funktioniert. Heißt, jetzt seid ihr eigentlich ready, entweder bei euch mit der Einführung zu starten oder halt eben auch nochmal mit uns den Prozess noch etwas tiefer zu evaluieren. Genau. Und deswegen Thema Fragerunde. Ich gucke nochmal kurz in den Chat, ob es hier noch Fragen gibt. Ich glaube, ich habe aus dem Chat alle beantwortet. Sollte ich eine Frage übersehen haben, was leider manchmal auch passieren konnte, waren wirklich, ich fand es sehr gut, wirklich viele Fragen dabei. Da freue ich mich immer drüber, wenn wir sehr interaktive Webinare haben. Genau, sonst schickt uns auch gerne mal eure Fragen und wohin damit. Gerne per E-Mail jederzeit. Ich gebe euch gleich noch ein paar E-Mail-Adressen mit. Aber ihr könnt auch jederzeit in eurem HQ links oben über den Punkt
Support unseren Chat starten. Fragt jederzeit gerne den Chat im Chat an unseren Support alles, was ihr so wissen möchtet. Und legt euch zum Ausprobieren gerne auf hellohq.io, da gibt es rechts einen Punkt Demo starten, gerne eine eigene Demo an. Am besten funktioniert es immer, wenn man selber auch mal so ein paar Sachen ausprobiert hat. Eine Kombination aus, wir machen mit euch eine Präsentation, das können wir jederzeit machen im Sales-Prozess, wo wir euch zeigen, wie euer Prozess wirklich auch konkret im HQ ablaufen würde. Eine Kombination aus so einer Webdemo und einem eigenen Demo-Testing, das ist erfolgsversprechend. Das ist das, was unsere erfolgreichen Kunden auch mit uns eigentlich immer machen, wenn die sich für das HQ entscheiden. Und hier auf der Stelle kurz nochmal unsere Kontaktdaten. Wenn ihr noch keine Kunden seid, wendet euch gerne an sales@hellohq.io. Dann können wir uns da raussuchen, wer mit euch schon in Kontakt ist. Seid ihr bereits Kunden, habt ihr bei uns nämlich dann auch einen Success Manager. Solltet ihr dort keine Kontaktdaten haben, wendet euch gerne auch erstmal an customersuccess@hellohq.io. Dann suchen wir uns natürlich bei uns auch raus, wer euer persönlicher Ansprechpartner ist. Genau. Da ihr ja im Nachgang das Webinar auch zugeschickt bekommt, habt ihr die Adressen dann dort auch nochmal drin. Ja, dann bleibt mir erstmal nichts anderes zu sagen als vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es hat mir riesig Spaß gemacht mit euch heute. Ich hoffe, euch auch. Ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen, viel erfahren zu den Funktionsweisen, zu wie auch eine gesamte Prozesskette aussehen kann und wie das auch etabliert werden kann bei euch, damit das auch jeder nutzt. Ja, wie gesagt, Thema Onboarding ganz, ganz relevant. Und wenn ihr noch mal letzte Informationen haben wollt, hellohq.io, dort findet ihr alles, dort könnt ihr uns auch jederzeit kontaktieren. Alright, dann wünsche ich euch allen jetzt noch einen wunderschönen Abend. Schönes Wetter, bleibt vor allem alle gesund. Ich freue mich, von jedem zu hören und verabschiede mich damit in den Feierabend. Macht's gut. Tschüss.